Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Acabemos con esto. Nalos. Esto va a ser divertido. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted Legends of Thieves. Den vierten Teil schon natürlich gerade. A ver cómo te sales de este. ¿Qué tal esto? Ist echt los, Arschloch. Rannelmelo. Hallo, nimm das doch mal an. Lucha como un hombre. Kann ich irgendwie blocken? Ahora sí, pendejo. Sí, Gustavo. Te voy a matar, come mierda. Wir sind jetzt ich. Te voy a cerrar la bocota, gringo. Lass mich los. Ya basta. Puedes hacerlo. Jetzt. Una paliza, gringo. Ja, basta, idiotas. Suéltenme. Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Te voy a matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Cájalo. Te voy a estar esperando aquí, ¿eh? Abre. Ja, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, 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 ey. Schon gut. Langsam. Okay, kalmate. Kapitel 2. Ein höllischer Ort. Es por tu culpa, pendejo. Darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Ich schätze mal, dass wir jetzt den Bruder spielen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Lässt sich hier nun schwer sagen. So. Tienes saliendo un prisionero. Abran la reja. Ich verstehe kein Spanisch. Oder Mexikanisch ist es, glaube ich. Hey, schöner Tag, nicht? Hey. Und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo. Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Hey, Vargas. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Huéfense! ¡Quietense, cabrones! Hey, hey. Tranquilízate. Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment. Was hast du gesagt? Das ist noch früh genug raus. Doch Spanisch? Lo escuchaste. Willst du ein Passfoto oder was? Wo soll ich denn hin?
Anscheinend in die Richtung. Hättest du aber auch ein bisschen freundlicher sagen können. Nada, amigo. Nichts. Der ist nicht da, Cucho. Bien. Ich geh mal zu den Ratten. Habe ich wenigstens Haustiere. Siehst du schon. Nein, nein. Nicht alle. Ach, ich werde direkt ins tiefste Höllenloch eingegeben. Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, wäre aber schön, wenn das jetzt weiterhin flüssig laufen würde. Was geht jetzt ab hier? Dadurch. Hier durch? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mir nicht? Nur. Ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sieh. Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Draufgeschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja. Wo fangen wir denn am besten an? Also wir müssen da zum Turm rum. Das heißt, wir müssen erstmal hier runter, nehme ich an. Danke. Mich hier irgendwo hoch? Da können wir noch weiter. Ah, okay. Oh. Na bitte, Kinderspiel. So weit kann ich aber nicht springen. Ach, das war ein Vogel. Wie ist das? Nein, nicht da rein. Och, du Idiot. Vielleicht musst du... Vielleicht muss ich ja da später nochmal entkommen oder so. Ich weiß es nicht. Nein. Nein. Ja, genau so. Ich wollte aber eigentlich gucken. Ich kann hier nichts aufsammeln irgendwie, ne? Doch, ein Seil. Ah. Bingo. Und weiter geht's. Das ist schon mal gut. Leider finden wir natürlich keine Pistolen. Ich meine, wäre auch ziemlich dämlich, wenn die einfach so rumliegen lassen würden. Hallo? Du darfst gerne hochgehen. So, Seil. Wo kann ich das Seil denn festmachen? Das ist jetzt die Frage. Achso, da vorne.
Aber anscheinend brauche ich es nicht zu werfen. Okay. Ja. Wenn da LB steht, sollte ich vielleicht LB drücken und nicht RB. Oh, okay. Nochmal? Auf geht's. Ja, hat ja super geklappt. Fehl direkt in der zweiten Folge. Ja, da freut man sich doch total. Gut, aber der Rest hat zumindest schon mal geklappt. Wenn ich jetzt nicht wieder die falsche Taste drücke, ist alles okay. Auf geht's. Jetzt habe ich auf jeden Fall länger gewartet. So, Seil hat er dabei. Da müssen wir hin. Was mich gerade nur irritiert, dass es so am Ruckeln ist irgendwie. Und was ein bisschen schade ist, dass die Texturen so seltsam am Rändern sind. Also es flimmert überall immer bei den Klamotten. Noch nicht mal im Hintergrund, aber bei den Klamotten halt. Da hinten muss ich hin. Das war ein bisschen früh. Aber okay, es hat geklappt. Okay, ich liebe ja diese Spiele, die so ein bisschen à la Tomb Raider immer mit dem Klettern und so Einlagen haben. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich hasse solche Spiele. Nein. Ich stürze nur sehr gerne ab. Ich denke mal, wir müssen da hinten hoch, ne? So direkt da oben drauf können wir wahrscheinlich nicht. Frage ist, können wir das im Sprung machen? Ich vermute es. Aber wo können wir denn dann... Ist da unten eine Höhle? Ich könnte da runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Da hinten rechts müssen wir dann theoretisch auskommen, oder? Ich weiß es nicht. Kamikaze! Okay, der ist sehr viel wendiger, als ich gedacht habe. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Sind wir jetzt der kleine Bruder? Ich dachte, der kleine ist Nathan. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf nach oben. Auf nach oben, ja. Ach so. Moment, kann ich das von der Seite aus oder von hier? Oder, ne, von hier kann ich doch. Oder auch nicht. Moment. Ich kann hier schon hin, aber ich krach da wahrscheinlich jetzt gleich runter. Oder so. Okay, da hinten kann ich mich vermutlich auch noch festhalten. Nicht abstürzen, sondern rüberlaufen, bitte. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Die höchste Zelle. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Kann ich hier in den Dingern? Ja, kann ich. Komm ich da hoch? Nö. Warum nicht? okay. Aber ich denke, dass ich in der Richtung weitermachen muss, oder? Oder muss ich nach rechts weitermachen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay. Wo lang? Ja, hat ja super funktioniert, die Treppe hochzuspringen. Okay. Können wir das nochmal haben? Oder kann ich hier eventuell... Ich muss da hoch. Nee, kann ich nicht. Ja, ich muss da hoch, genau. Da hinten kann ich... Kann ich da klettern? Ich probiere es nochmal eben mit einem Sprung, aber ich denke nicht, dass das geht. Doch, es geht doch. Okay, ich war einfach nur zu doof. Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Ne? Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind? Da oben ist was? Kann man da... Anscheinend nicht. Die Frage ist, kann ich da einfach so rüberspringen? Kann ich von der Seite aus vielleicht? Ja, das ist blöd, dass man nicht zielen kann. Man muss es ja einfach loslassen. Da hinten ist was zum Festhalten, aber... Um am Seil zu ziehen... LB gedrückt halten. Achso.
Ja. Funktioniert wunderbar. Die Frage ist jetzt, muss ich da jetzt rüberspringen? Ich vermute mal, ne? Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Also links komme ich, glaube ich, weiter, wenn ich das richtig sehe. Oder auch nicht. Er möchte hier nicht rumspringen. Möchtest du darum springen? Darum möchtest du, okay. Aber da möchte er nicht mehr. Okay. Dann probieren wir es mal, ob wir uns hier fallen lassen können. Das habe ich zwar eigentlich nicht vor. Okay, es war auch keine gute Idee. Ja, aber wie soll ich denn... Dann... Aber das ist so klein, wieso geht der... Ach, jetzt auf einmal geht der doch da rum. Kleiner, ganz ehrlich. Du machst mich bekloppt heute. Oh, oh. Nicht gut. Das ist nicht gut. Moment, muss ich dahin aber wahrscheinlich, ne? Ja. Und zum Fenster. Die Frage ist, reicht das schon, wenn wir jetzt hier reingehen? Auf geht's. Burns Zelle. Oh. Oh. Zelle. Ihr Sweet. Okay. Wo fange ich an? Okay. Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Also das ist mein Sternzeichen. Das erkenne ich. Das heißt, die anderen sind auch Sternzeichen. Ja, klar. Meerjungfrau, Wassermann. Aber das andere, Omega, das passt irgendwie alles gar nicht. Moment, wir haben jetzt die 7, 3. Aber hier sind mehrere 7er, ne? Da hinten ist eine 7. Hier vorne ist eine 7. Ich kann die auch alle gar nicht drücken, so wie es aussieht. Hm. Oh, Moment, da ist was. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Hm, das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Ja. Bringt uns das jetzt was? Nicht wirklich. Schon besser. Okay, ach so. Ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Okay. Frage ist, können wir das jetzt drücken? Wo war denn das andere? Das war hier. Das heißt, wir haben 10 und 2. 10 und 2, aber ich kann hier doch... Doch, jetzt... Ah, jetzt kann ich was drücken. Okay. 10 und 2. Hier ist keine 10. Nein, jetzt hat er... Römische 10. Doch, jetzt hat er doch das Richtige. Ich wollte schon sagen. Nicht. Was stand nochmal im Brief? 10 und 2... Hier ist keine drin. Oder müssen wir erst die 2 drücken? Aber das wäre dann ja unlogisch von der Reihenfolge her. Hm. Wo haben wir denn hier 2? Weil das ist die einzige 10 auf jeden Fall. Ist das ein 2? Ja. Und die römische Zahl 2. Nein. Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Ja, das Schütze-Symbol, das ist klar, aber du willst die ja nicht drücken. Und die haben wir auch sonst nirgendwo anders mehr drin. Hä?
Beweg dich jetzt bloß nicht mehr da drauf. Ach, jetzt kann ich es nicht mehr auswählen, oder was? Ach so, Moment. 10 und 2. Haben wir hier irgendwo eine 12? Das könnte natürlich auch sein. Aber ich sehe auch keine 12. Doch, Moment, hier. Nein! Och, nimm den daneben. Blöd Mann. Nein, du sollst das nehmen, was ich anvisiert hatte. X und II. Sieh sich das einer an. Na toll, ein Kreuz. Aus Gold, so wie es aussieht, oder? Digna factis recipimus. Das muss es sein. Dann mal zurück. Ja. Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ach, jetzt auf einmal können wir die Tür ganz einfach benutzen. Ja, kein Thema. Los. Oh, ich sollte aufpassen. Wir laufen einfach mal durch. So. LB gedrückt halten. Ah, okay. Ach so, ich muss ganz runter. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich durch das Fenster springen, so ganz heroisch dann irgendwie eine Rolle machen oder was weiß ich. Nee, ein bisschen mehr noch. Ja. So, wir müssen ja quasi nach unten, ne? Aber nicht unbedingt komplett ins Loch fallen. Oh. Ich sagte noch so schön, nicht unbedingt komplett ins Loch fallen. Ich dachte, wir konnten da stehen. Entschuldigung. Also, wir müssen nicht nach unten, sondern wir müssen irgendwie einen Weg hier oben rumfinden. Können wir noch rüberspringen? Ich kann meine Perspektive gerade nicht mehr ändern. Okay, auf ein neues. Es sah zwar dämlich aus, aber es hat funktioniert. Okay. Auf Wiedersehen, Schulter. Ja, ist ja nicht so schlimm. Man hat ja zwei, ne? Das ist Vargas. Ich will was ab. Gib mir was ab. Träum weiter. So, ich könnte theoretisch darüber springen, weil ich glaube, von da sind wir ja gekommen, aber wir sind von oben gekommen, ne? Ich weiß nicht, ob uns der Balken hier vorne aushält. Ich glaube, ich hänge mal lieber weiter hier dran. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir das sonst überleben. So. Da würden wir jetzt rutschen. Achso, da hinten ist ein Balken. Oh, Scheiße. Nein. Doch. Ja, ist doch alles easy. Wenn man weiß, was man machen muss. So, warte mal. Wo war denn der Typ jetzt? Rechts von mir? Ja, ne? Da komme ich natürlich nicht durch, war ja klar. Ach, hier. Nein, ich glaube, der Weg könnte besser sein. Ich bin mir nicht sicher. So muss es laufen, genau. Der Typ ist da. Wir könnten jetzt theoretisch einfach darüber springen.
oder wir halten das nicht aus, weil wir bei dem Sprung sterben. Also, nochmal herzlich willkommen zurück. Das ist die 2-Millionen-Tode-Folge von mir. Ich wollte euch demonstrieren, auf wie viele Arten man bei Uncharted sterben kann. So muss es laufen. So muss es laufen, ja. Wenn ich sterbe, so muss es laufen. Moment, wenn ich da jetzt aber runterspringe, dann bin ich wieder an der Kante, komme theoretisch aber da hoch. Ach so, Moment. Ach, ich bin so blöd, das ist... Das ist ja nichts Neues, dass ich doof bin, aber... Ja. Gehen wir da jetzt rein. Hallo! Juhu! Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Ja, den Tod ein paar Mal. Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Naja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. ¿Qué puedo decir? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht, bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wow. Du willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Ray finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Na, komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Ray, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Es ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung.
wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Me dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Wo bin ich? Wo bin ich? Da. Wo sind die anderen? Achso, B, um auszuweichen. Okay. Muss ich die jetzt verprügeln oder muss ich jetzt irgendwie flüchten? Das ist die Frage. Warum nicht? Ich sehe nichts. Ja, schlag doch mal zu, Junge. Hallo, wie oft muss ich hier drücken? Hey, hey, lass los. Gut, espera. Ja, basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. ¡Aliense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Es das Schmuggelware? Vargas. ¡Cállate! ¿Für wen hältst du dich? ¡Llevo su celda! Trae a los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay. Du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich.
25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört er das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Verdammt nochmal. Reef, wo gehen wir hin? Zum Leuchtturm. Laut Vargas ist das Boot direkt darunter. Wo lang? Keine Ahnung. Gehen wir nach draußen und finden's raus. Scheiße! Sackgasse! Das Fenster! Nee, hilf mir mal! Jetzt spring! Ich sehe den Leuchtturm nicht. Hier durch! Wo ist denn der Typ mit der Knarre? Gibt er uns Rückendeckung? Ich bin gerade nur ein bisschen panisch. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Und die schießen auf mich. Mist, noch eine Sackgasse. Die Feuerleiter. Nathan, bring mich da hoch. Hallo, Sam. Reit. Und. Hallo? Arschloch. Oh, es war so klar. Ach komm. Echt jetzt? Okay. Engo! Räumen wir auf! Okay, wir müssen Rafe einholen. Schnell! Ich dachte, wohin? Tu ich. Gewissermaßen. Wohin? Wohin? Ja, ich bewege sie. Ach so, wir müssen da rein. Er wird un- und abhauen, oder? Nicht, wenn wir schnell sind. Na los, nach dir. Welche Richtung? Oh. Sie sind überall. Okay. Alles sauber. Der Ort ist ein Irrgang. Ja, als wollten sie nicht, dass wir abhauen oder so. Halten wir erstmal Abstand zu Gefängnissen, okay? Hört sich gut an. Oh, Scheiße. Wache! Hallo, du sollst springen. Du sollst nicht nur hochspringen. Ich bin nicht zu sehen. Geck uns die Leiter runter. Oh, Junge, mach! Da ist der Leuchtturm. An den Plan. Nein! Nein! Geh wieder hoch! Ja, geh rein. Los. Mach hinne. Das Kreuz ist gerade mein kleinstes Problem. Alter. Nein. Muss mal hin. Ich werde hier nur die ganze Zeit verletzt, aber ist alles gut. Oh nein, nein, nein. Kletter hoch, lauf. Sam, komm, ich zieh dich hoch. Ich hab dich, komm. Oh oh. Sam, nein. Nein, festhalten, festhalten. Sam. Die andere Hand.
Los, hoch! Nein! Sam! Wir müssen weiter. Nein, er ist noch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist auf der anderen Seite. Nein, ich kann nicht. Ich lass ihn nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Nein. Ich geh zu ihm. Ich muss hier raus. Also ich hoffe, das war jetzt keine Entscheidung oder so. Ich wäre auch zu ihm gegangen, um zu gucken. Ich komme. Okay, ich muss weiter. Aber ich denke, man sollte er überlebt haben, dann wird er vermutlich eher später nochmal auftauchen oder so. Autsch.